Das ist das Spiel Not Alone. Drück die Daumen! Okay, sieht eigentlich erstmal recht flüssig aus, oder? Was sagt ihr? Wie ist das bei euch? Wie ist das für euch so? Hm? Alter, wir sind aber zügig unterwegs hier, mein lieber Herr. Läuft. Sehr schön. Danke, Asatova. Wunderbar. 60 Frames. Hm? Ja. So, hold down the left mouse button and move the mouse. Oh nein, Alter. Oh nein, Türen ohne per Hand öffnen. Ah. Hide. Ach du Scheiße. Nein, ach du Scheiße. Oh, bitte nicht so ein Spiel. Bitte nicht so ein Spiel. Nein. Oh, das sieht schon nach Stress aus. Papierkorb? Was ist denn das? Eine 7? Moment. Notiere mir die mal kurz. 7. So, was haben wir ansonsten noch? Das wird spaßig. Ach, schön, Jojo. Schön, Jojo. Jetzt ist... Hold down the left mouse button and move... Oh, nein, 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 bitte nicht. So, okay, da kann ich also nicht so richtig reingucken. Oh Gott. Ach du Scheiße, oh nein, oh nein. Du kannst dich so zur Seite lehnen. Ach du Scheiße, das wird stressig, das wird stressig. Oh Gott. Benny, wo bist du? Und wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Dieses Spiel ist von den Machern von From the Darkness und Trapped. Das ist diese ganz schlimme Scheiße. Das ist diese Art von Spiele, die so richtig an die Substanz gehen. Nein! Na Gott sei Dank, ich euch. Nein, echt krass, kann ich hier den Dings wechseln? Die Hand wechseln? Von der Taschenlampe? Hallo? Überall hinschauen. Aha, so. Das ist aber wirklich so mega eiche rustikal. Gott sei Dank ist dieses Spiel das einzige, was flüssig läuft. Schön, Jojo. Schön. Danke. Ich bin auch dankbar. Oh, nein. Oh, warte mal. Hier ist noch ein Mülleimer. Ist keine Zahl drin, ne? Nee, sieht nicht so aus. So, also wenn ich mir die Liegen angucke, dann sind wir also nicht in einer Tierklinik, sondern das sieht eher aus... Nicht wie für Menschen. Alter, was ist denn das hier? Wo sind wir denn schon wieder hier? Wo sind wir denn hier? Ah. Das ist eine 1. Hallo 1. Ey, muss ich jetzt alle... Ach Gott, muss ich jetzt wirklich hier in alle Mülleimer reinkicken oder was? So, hier haben wir noch einen Mülleimer. Eine 3. Also da muss doch irgendwas... Also entweder haben die ihre Papierkörbe hier durchnummeriert, ganz ordentlich, ganz pedantisch, oder wir brauchen irgendwie wirklich irgendwo einen Code. Ganz, ganz geil. Hä? Na, hallo? Fragezeichen. Fragezeichen. Und hier sieht es aus, als wenn wir... It seems they're beginning to understand who draws... Signed. Und okay. Alles klar. QOXPE ist anscheinend ein Code. Für Zahlen. Also wir bekommen nachher einen fünfstelligen Code. Der nicht für dieses Schloss schon mal ist. Das wissen wir schon mal. Die Frage ist jetzt... Ah! Oh Gott! Oh Gott! Was war denn das jetzt? Oh, was war denn das für eine Scheiße? Oh! Oh Mann, hör auf! Oh! Ist jetzt A ist gleich D? Oder ist A3? Trash? Ja? Ja klar, alles klar. Drei Buchstaben weiter rüber. Danke, Junge! Trash, das ist anscheinend der Tipp, der uns sagt, wo wir die Codezahlen herbekommen. Okay, wir haben bis jetzt 3. Wir haben bis jetzt 3 gefunden. Was war das denn bitte jetzt für eine ekelhafte Scheiße? Was? Oh Gott, nein. So, hier vorne war ein Fragezeichen drin. Die Frage ist jetzt auch in welcher Reihenfolge? Waren die irgendwie nummeriert? Fragezeichen. Warte mal, vielleicht auf die Schilder schauen? Oh, das war wirklich, das hat mich ganz schön... Aha! Das hat mich ganz schön gekriegt da, die Figur.
So, also hier ist kein Schild. Hier ist... Ah, okay, alles klar. Also, das war die dritte Zahl. Und das war die 3. Okay, die dritte Zahl. So, die 1 war auf Platz 2. Ich würde dann irgendwann davon aus, dass die 7, die wir am Anfang gefunden haben... Okay, ist es noch... Auf... Oh, guck mal, auf Platz 4 ist. Schau mal an, okay? So, alles klar. Denn eins tiefer war die 1, dann kommt die 3 und die 7. Dann triggern wir uns mal durch hier. Was? Moment! Moment! Ich habe gerade Schritte gehört. Mischte das nicht. So, was wird's jetzt hier hin? Ein Schlüssel. Und, nimmst du? Danke. Pick up the key. Die Frage für mich ist, haben wir denn jetzt... Ja, hier, die ist locked. Nochmal? Ziehen wir nochmal durch? Oder waren wir hier schon? Ne, hier waren wir noch nicht drin, ne? Ne. Nochmal eine 7. Und da hat er einfach nur vier Modelle oder 5 Modelle von Papierkörben. So, nee, jetzt, ja, jetzt müssen wir die 7er nur noch benutzen. So, die Hintergrundgeräusche, Musik ist schon etwas unangenehm. Ja, etwas. Definitiv. Nervt's euch? Soll ich sie leiser machen? Oder ist er einfach nur schrecklich? Nee, nee, nicht so laut. Ist nur etwas unheimlich. Es riecht. Stressig ist die. Also halt. Na, nicht angenehm stressig, aber passend stressig irgendwie. Anlock. Ah, die Tür haben wir quasi verschlossen. Ey, fuck, ist das verwinkelt und groß. So, haben wir denn jetzt. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwelche Mülleimer übersehe, weil anscheinend werden ja Codes sehr gerne Mülleimer versteckt. So, hier vorne war einer, aber man hat jetzt aber auch nicht gesehen, auf welcher... an welcher Stelle der kam, ne, oder? Doch, an erster. Das Krasse ist, durch die Taschenlampe sieht man es nämlich nicht. Dann sieht es so aus wie, nein, werf hier kein Papier rein. Don't do this. So, okay. Schön, schön, schön! Ah, der ist auf dem, wie auf dem Silbertablett hier. Das ist doch nicht gut. Wie? Wo? Nein! Wie? Ja, mach doch auf! Mach doch auf, das Ding! Ah. Mies! Gucken wir mal gucken. Hashtag ab 18. So, komm, gib mir wenigstens bitte einen fairen Checkpoint oder so. Wir haben noch einen Checkpoint, oder? Hallo? Wie ist denn das jetzt hier für ein Murks? Oh nein, echt? Muss ich komplett restarten? Okay. Gut. So, okay. Also hier haben wir die Ene 7. Andere Mülleimer haben wir ja noch nicht in dem Sinne gefunden. Und die Sequenz wird quasi getriggert, sobald wir an den Schlüssel vorne gehen. Verpissung! Ja, musste. Hört sich immer noch jetzt schön nah an, wa? Oh, und schon ist er durch. Interessant wäre jetzt auch, ob die jetzt gewisse Routen abläuft. Oder immer weiß, wo ich bin. Das wäre echt. Das wäre scheiße. Oder ob die mich hört. Oder ob die jetzt nur auf die Lampe reagiert.
Oder noch schlimmer, ich überhaupt. Und selbst wenn, irgendwie, okay, die könnte durch die Tür jetzt durch, wo die durchgebrochen ist. Und dann mal schauen, ob ich da was finde. Voraussetzung, ich finde das überhaupt nochmal wieder. Ich bin ja so ein. So ein Orientierungsspasti. Oh Gott. Oh, fies, Alter. Das war diese kurze Sequenz. Sind die mies, ey. Mann, renn noch mal ein bisschen länger, du Luftpumpe. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das da? Hm. So. Nein, das ist ein geschlossener Raum. Das ist ein geschlossener... Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt so tun? Wo sind denn die anderen Codezahlen? Ja, das ist irgendwie nicht so geil. So, warte mal, hier steht was geschrieben. Na toll, na toll. So, mal gucken, ob sie mich jetzt sieht, bestimmt. Mitten im Licht. Mitten im Licht. Wie scheiße kann man sich denn verstecken? Aber kann er immer bis zum... Kann er ja bis zum... Immer einen Tag dann wieder zurücklaufen. Das ist doch... Das ist doch Blödsinn. Verin... Ich hab keine anderen Zahlen. What should we do? Und meint er, die sieht mich jetzt hier? Wir werden es gleich rausfinden. Die ist gleich am Start. Prinzessin Wartelfuß, Alter. Ja. Krass, hat mich nicht gesehen. Die hat halt Ausdauer. Ja, bringt mich jetzt aber trotzdem nicht weiter irgendwie, ne? Weil wir haben... I changed the password to check Richard, Deborah, William, Jacob. Oh, okay. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße. Also drei rüber. Warte mal. William, Richard, Deborah und Wilcock? Richard, Deborah, William und Jacob. Also ich hab das Passwort Zugen raus. Das kann irgendwie nicht hin, oder? Zugen haut nicht hin. Augen. Klingt auch nicht besonders sinnvoller, oder? Das bringt uns jetzt... Also, die Anfangsbuchstaben. Oder soll... Ah, oder sollen wir... Warte mal. Sollen wir die Anzahl der Buchstaben in den Namen zählen? 7, 5, 6, 5. Können wir probieren. Na los, do it. 7, 6, 5, 5 oder so. Scheiße, frag mich. So, sieht jetzt irgendwas richtig. Also, Richard hat 1, 2, 3, 4, 7 Buchstaben. Wurde mit der 7 im Mülleimer hinhauen. Deborah hat 5 Buchstaben. William hat 6 Buchstaben. Jacob hat 5 Buchstaben. So würde ich jetzt mal rannehmen. 7? Ja, William hat 7 Buchstaben. Wer zählen kann, ist sowas von klarem Vorteil. Also, 7, 5. Ja. Ja. Scheiße. Na, kommt die jetzt wieder? Kommt die wieder? Warum muss ich denn immer über Escape raustappen, Alter? Das ist doch scheiße. Also 7, 5 ist es nicht. Was könnte es noch sein? Hat das was mit dem Foto und der Jahreszahl zu tun? Da war eine Jahreszahl? William. Nein, Alter. Du musst sie bestimmt nach Alter sortieren. Ist das mies? Oh, nein. Nein. Also, ich weiß, dass sie ganz am Anfang ohne Fotos waren. Ach, du Scheiße. Hm. Tatsächlich wäre, glaube ich, gar nicht mal so doof, irgendwie, wenn wir uns basteln lassen, irgendwie. Und, quasi von vorne uns dann mal auf die Zahlen konzentrieren. Wäre jetzt mein strategischer Tipp. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier irgendwo... Ah. So, da drüben haben wir... Das ist das Foto. Ey, oh Gott, wisst ihr noch, in welchen Räumen überall die Bilder standen?
Also ich weiß, dass ganz am Anfang war ein Bild drin. In einem. Oh Gott, und noch in so einem Schrank. Oh nein. Ist wie bei Ehen. Ja. Nur schlimmer. Nur schlimmer. So, come on, los. Richard. Die 2. Richard ist 2. Und die 2 war als vierte Position, ne? Weil ich das jetzt gerade. Heißt also die 4. Die 2 ist an vierter Stelle? Oder ist die Zahl Richard, also 7, an vierter Stelle? Was würdet ihr sagen? War die jetzt hier schon drin? Verdammte Scheiße. Verquatscht hier. So ein Mist. Was sagt ihr? Ist die 2 die vierte Zahl? Wie würdet ihr das jetzt interpretieren? Wahrscheinlich, ne? 2 als erstes? Wie kommt's denn, weil Richard als erster Stelle stand? Oder der Junge? Also wir haben halt die Möglichkeit, ne? Also entweder wir gehen jetzt nach den Jahreszahlen irgendwie, die uns an der Stelle Groß- oder Kleinschreibung sagen, welche Zahl wo ist. Oder anhand der Reihe der Namen irgendwie, die auf dem Zettel standen. Denn hat zum Beispiel der Junge recht irgendwie, dass die 2 an erster Stelle wäre. Also ich würde erstmal nach meinem Gefühl sagen irgendwie, dass die 2 an vierter Stelle ist. Guck mal, was wir noch finden. Ja. Vater ist bei Herr Junger. Okay, alles klar. Ja, wir probieren einfach mal Bedet aus. Ist ja nicht so, dass wir eine große Wahl haben. Da haben wir's. Schau mal an. Deborah ist 5. Und damit haben wir quasi. Damit hat sich Herr Jungers Theorie bestätigt irgendwie, weil wir sehen jetzt hier ebenfalls die 5 an vierter Stelle. Und dann müssen wir tatsächlich, so wie die Auflistung der Namen ist, danach gehen. Ne? Also. Deborah ist 5. Wer war der andere? War das Richard? Richard war das, wa? Richard war die 2. Margaret und Jacob. Also Jacob ist 4. Jetzt könnten wir eigentlich ausprobieren. So, also. Jacob ist 4. So, wir haben die 4, die 2 und die 5 und die letzte Zahl müssen wir erraten. Also, 2, 5, Fragezeichen, 4. Vielen Dank, Herr Junge, vielen Dank. Ist ja mit euch zusammen, ihr macht das macht schon Spaß denn irgendwie, ne? Ich hätte mich jetzt hier tausendmal verirrt irgendwie, wäre wahrscheinlich immer noch so, A ist die 3, Ja klar, die Antwort ist C3PO, 2, 5. Wir probieren mal die 7. 7. Ah, 4. Scheiße, es hat mich. Jo. Hammer? Pick up the hammer? Was? Wir sind noch nicht draußen? Wir haben jetzt einen Hammer? Was sollen wir denn mit einem beschissenen Hammer machen? Was sollen wir denn jetzt mit dem Hammer machen? Was, ey? Sollen wir die jetzt niederknüppeln mit dem Hammer? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wir hatten ja eh eine Tür, da stand so ein bisschen Sperrmüll davor irgendwie. Aber du kannst ja auch nicht jetzt einfach sagen, so Tooltime. Und haust mit dem Hammer los. Das wird nicht funktionieren. Tu es. Do it. Now, do it, los. Ja, wir hatten echt eine Hammerzeit in dem. So, jetzt kommen die ganzen Metaphern, die ganzen Hammer-Metaphern. Hammer-Time. Okay. Scheiße. Ja, die Frage ist, was einschlagen? Scheiß nicht. Ach nee, Vater, Entschuldigung bitte. Ist da vorne durchkloppen oder was? Hier? Nee, hier ist nicht. Da. Mann, oh nee! Ich versteck mich mal kurz. So, wenn wir jetzt weiter zurückgehen, irgendwie war, glaube ich, noch eine Tür, wo Mobiliar davor stand. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann. Ansonsten haben wir keine verschlossenen Türen. Oder. Also kann mir jetzt keiner sehen, oh nee, da war so ein kleiner Riss, da musste klopfen an der Wand. Oder was? Oder? Oder?
Also kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir die halt wirklich von hinten so hitten sollen irgendwie und sagen... Bitch! Das passiert, wenn man sich mit einem Krieger anlegt! Nee, kann ich mir nicht vorstellen, Jojo. Ich glaube nicht, dass man die Frau damit irgendwie schlagen soll. Sollte man generell nicht mit Hammer. Don't try this at home, kids. Don't do this. Ist da drüben drin? So. Das hier dachte ich eigentlich. Aber kann nicht machen. Kann nicht machen. Was ist denn das für ein Käse? Da vorne vielleicht noch. Was soll denn so ein Kilo drauf kloppen? Nee, doch nicht. Was sollen wir mit die Hammer machen? Mit der scheiß Hammer. So, ich laufe jetzt mal den Notausgangszeichen hinterher und sage, please show me the Ausgang. Now. Scheiße! Ah, ey, wirklich, haben sie mich jetzt hier auf den letzten Sekunden noch jemanden einen Jumpscare gekriegt. That's it, I hope you enjoy it. And you leave a comment and read my game. Bubu. Ja, krass, war geil. Hat mir Spaß gemacht. Ey, cool, dass ihr so schön mitgemacht habt, ihr Lieben. Lol, absolut. Schön, Mensch. Ganz großen Respekt an euch. Ganz große Dankeschön. Also ohne euch wäre das jetzt hier nichts geworden, das Spiel. So, ich möchte das ausmachen.